Oh, jetzt möchte ich Ihnen, nachdem Sie jetzt erfahren haben, wozu man die Sachen brauchen kann, Mehrfachintegrale, Pfadintegrale, Ableitungen nach verschiedenen Ortskoordinaten und so weiter, elektrostatisch möchte ich Sie jetzt einführen in Differential- und Integralrechte und bei Funktionen von mehreren Variablen. Das ist eigentlich die Überschrift. Hören Sie nur zu, legen Sie die Handys weg, schreiben Sie nicht mit, weil das keinen Sinn macht. Es geht darum, so ein bisschen ein Gefühl für diese Mathematik zu vermitteln, die wir hier eben bei diesen Mehrfachintegralen oder auch Pfadintegralen oder Ableitungen oder sowas haben. Um nicht mehr. Ich versuche es mit ein paar Bildern zu machen, aber es tauchen natürlich auch Formeln auf. Das lässt sich nicht vermeiden und das möchte ich auch nicht vermeiden. Aber ich nehme mathematisch konstruierte, relativ einfache funktionale Zusammenhänge, mit denen wir das machen können und nicht das, was normalerweise in der Elektrostatik oder so auftaucht. Was in der Elektrostatik auftaucht, ist ja immer so ein Ausdruck wie mit 1 durch Wurzel x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat oder so, ne? Das ist ja das 1 durch r Quadrat. Das ist das, was da standardmäßig steht. Das ist relativ schwierig zu behandeln. Ich nehme einfachere Funktionen. So, und dann nehmen wir einfach mal, fangen wir an mit einer Skalaren, weil einfacher als skalare Funktion geht es halt nicht, ne? Und wir nehmen auch nicht gleich drei Koordinaten, aber zwei brauchen wir dann schon, weil ansonsten haben wir ganz normale univariable Funktionen. Und das Ganze läuft jetzt hier unter Kapitel 6. Das möchte ich nicht anschreiben. Kapitel 6.1. Ich möchte es auch nicht ausschreiben. Skalare Funktionen mehrerer Variablen, Differentiale und Kurven. Nehmen wir doch einfach mal so eine prototypische Funktion f von xy gleich x Quadrat plus y Quadrat. So, zweidimensional soll mal reichen. Das lässt sich auch vor allen Dingen noch vernünftig zeichnen. So, das ist das. Ja, mehr nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch hier nicht das Skript genommen. Im Skript haben sie es auch ausgedruckt, sondern hier kann ich jetzt das Ganze hier mir da mal darstellen, da durchlaufen, drunter gucken, drüber gucken und so weiter. Das ist also so eine Salatschüssel. Also Salatschüssel ohne Rand, ne? So, also so eine stylische Salatschüssel. So Designer-Salatschüssel halt, ne? So, ich kann die auch gleich mit den Ableitungen mir anzeigen lassen, also sprich mit den Wegen größter Steigung. Das müsste ich nochmal ausrechnen, wenn ich da jetzt unten drunter, wenn man unten drunter guckt, sieht man es eigentlich ganz gut. Also Sie müssten jetzt auch sehen, dass eben hier die blauen Striche nach außen laufen, ne? Die Pfeile zeigen immer in den Bereich des größten Anstiegs, also hier nach oben raus. So, wenn ich das jetzt einfach mal mache und ich komme gleich noch auf eine andere Funktion, dann habe ich natürlich einmal hier die Möglichkeit, diese Funktion nach x abzuleiten und einmal auch nach y. Die beiden Koordinaten habe ich, also df von xy nach dx. Gut, das ist, ja, ich schreibe es einmal hin, ne? X Quadrat plus Y Quadrat nach dx. Und das ist natürlich 2x. Und df von xy nach dy, das ist natürlich 2y. So, so weit, so simpel. Zeigt aber letztlich, es läuft nach außen. Ja. Andere Funktionen hier, noch was genauso Einfaches. So, das ist jetzt hier die Funktion x plus y. Also f von xy gleich x plus y. Das ist ein anderes Beispiel. Und auch da kann ich mir die Ableitungen anzeigen lassen. Also das ist ein kleines MATLAB-Skript, das da läuft und ich rufe nur verschiedene Parameter auf. Ich kann Ihnen das auch zur Verfügung stellen, das MATLAB-Skript, dann können Sie selber damit spielen. Die Bilder sind aber alle im Skript drin. So, und dann finden Sie natürlich auch hier, das waren Sie ja gesehen, das war so eine schiefe Ebene, ne? Einfach nur. Und da gibt es eben auch nur parallele steilste Anstiege, ne? Und die gehen eben alle in die Richtung hier nach rechts oben. So, das ist irgendwie alles. Was merken wir uns? Es gibt verschiedene steilste Anstiege, als wir diese Designer-Salatschüssel hatten eben. Da hat man einen Bereich sogar, wo, das können Sie hier sofort sehen,
wo sie gar keinen Anstieg haben, ne? Wenn sie bei x gleich y gleich 0 sind, also genau im Ursprung, dann ist das Ding flach. Ne? So, und dann geht es aber nach außen, wird es dann immer steiler. Und je nachdem, wie weit sie nach außen gehen, desto steiler wird es eben auch. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann stellen Sie fest, df von xy nach dx ist gleich 1, ist gleich df von xy nach dy. Und der Anstieg bleibt immer der gleiche. Das ist also nur eine schiefe Ebene, während das andere tatsächlich steiler wurde. So, jetzt können Sie mal gucken, welche Wege Sie gehen können hier durch die Wanne durch. Ich nehme die Wanne nochmal her. So, da sieht man sie ja noch nicht, aber hier ist sie ja. Sie könnten jetzt hier einfach in x-Richtung gehen. So, ich lege das mal übereinander. Ich kann das in den Schnitt auch zeigen. Ne? Also Sie laufen hier im Ursprung los. Ich probiere es mal mit einem, wenn ich ihn finde. Genau, ich probiere es mal mit so einem Ding hier. Sie laufen hier im Ursprung los und dann laufen Sie hier da die Wanne hoch. Sie könnten aber auch die Diagonale laufen. So. Ich weiß, ja, also ist ein bisschen schräg, aber Sie laufen dann hier da unten los und laufen dann hier hoch. Und da sehen Sie schon, der Weg ist steiler, ne? Der ist zum einen irgendwie so ein bisschen weiter, weil sie ja die Diagonale laufen, und zum anderen ist es ja auch steiler, weil nämlich beide Richtungen ansteigen. So, also muss das alles mit den Wegen zu tun haben und auch mit der Art und Weise, wie irgendwie etwas ansteigen, welche Kurve sie laufen. Ich bleibe erstmal bei 1, nennen wir es mal 2. Bei 1. Welchen Weg oder Anstieg man erfährt, hängt ab von der Kurve, auf der man der Funktion entlangläuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Kurve nehme, c mit x gleich y gleich t, das ist ein Parameter. Und das ist natürlich hier die Diagonale. Naja, dann kann ich mir in dem zweiten Schritt meine Funktion hier auf dieser Kurve in Parameterform darstellen. Ne? Auf der Kurve C in Parameterform. So, und dann komme ich natürlich f auf c ist gleich f von x gleich x² plus x² gleich f von t gleich 2t². Also ich habe einfach nur ersetzt. Ne? So, und jetzt kann ich ableiten wieder die Steigung. Df auf c nach dt, nee, dc ist gleich f von t, das müssen wir schöner schreiben, könnte ich auch, nach dt sind gleich 4t. So, welchen Fehler habe ich gemacht? Also nämlich eins ist noch schief gegangen hier an der Stelle. Wenn Sie nämlich oben das einfach sich mal angucken, dann gehen Sie hier ja in 2x, 2y.
Ja, der Punkt ist jetzt, wenn ich jetzt einen Schritt in die T-Richtung gehe, dann entspricht das auch gerade einmal Wurzel 2 in XY-Richtung, ne? Dx, dy und das hier ist dt. dt ist hier Wurzel 2 dx. Also ich gehe auch einfach, wenn ich diagonal laufe, größere Schritte an der Stelle. Das muss ich eigentlich kompensieren, weil da unten habe ich die Ableitung nur nach dem Parameter gemacht. Das habe ich hier noch nicht richtig gemacht. Daher ist die Steigung scheinbar größer geworden. So, wir lassen uns einfach so stehen, korrigieren das hier noch nicht. Können wir später mal machen. Können uns auch schwierigere Kurven angucken, die in der Elektrotechnik oder Elektrostatik häufiger vorkommen, noch etwas mathematisch verwickelter sind, zum Beispiel der Kreis. Oder ja, doch Kurven, ne? Auch schwierigere Kurven. Zum Beispiel will ich einen Kreis um den Ursprung. Naja, also ich möchte jetzt eigentlich, das ist das Ziel, diese Funktion hier auswerten auf den Kreis. Ich kann das bildmäßig sofort machen. Sie sehen, dass hier diese radiale Symmetrie, das wird ja schon angedeutet durch den dunklen Fleck, der in der Mitte gegeben ist. Und wenn Sie so eine Salatschüssel haben und die kreisrund ist, dann wissen Sie auch, Sie können da einfach im Kreis laufen, zum Beispiel um den Ursprung drumherum. Und da laufen Sie einfach nur geradeaus. Ne? Also da geht es nicht hoch, nicht runter oder so. Also bildlich ist es, glaube ich, ziemlich klar, was man tut, ne? Was man tun möchte. Wir müssen es nur irgendwie mathematisch ausdrücken können. Und das ist jetzt das Ziel. Also das ist auch das vielleicht ganz Angenehme hier an diesem Teil der Vorlesung, dass die Ergebnisse fast schon klar sind, weil Sie sich die vorstellen können und sich das in der und dann in der Mathematik nur das widergespiegelt werden soll, was Sie eigentlich schon wissen. Na gut, wenn wir den parametrisieren, dann haben wir eine Kurve mit r² gleich x² plus y². Ne? Also ist ein Kreis definiert. Und dann können wir sagen, dass y mindestens bereichsweise plus minus Wurzel r² minus x² ist. Also wir haben x vorgegeben. Hier hatten wir das ähnlich gemacht. Ne? Hier war nur x gleich y, also mathematisch noch ein bisschen einfacher. Hier ist es jetzt ein bisschen komplizierter, weil jetzt noch diese scheinbar, dass dieses r da drin steckt. Und wir haben aber nach wie vor nichts weiter gemacht, als dass wir hier y oder x ausgedrückt haben durch den an jeweils anderen. Na gut, und jetzt gucken wir uns mal an, was denn passiert mit der Funktion f auf Kreis. Naja, das ist in diesem Fall sehr schön einfach. Es ist nämlich x² plus y² und das ist gerade gleich r² und sogar gleich konstant. Also wir haben das erfahren, was wir eigentlich schon wissen, wenn wir in dieser Satellitenschüssel, Quatsch, Salatschüssel, da auf einer Höhe rumlaufen und im Kreis, dann bleiben wir auf einer Höhenlinie, bleiben wir einfach stehen. Ne? Weiter passiert nichts. So, ich hätte es auch noch ein bisschen anders ausdrücken können, indem ich das da einsetze, habe ich mir das gespart. Ich habe einfach das gleich da eingesetzt. Also ich habe im Skript steht noch eine Formulierung mehr drin. So, wenn ich das für die andere Funktion mache, gucken wir uns mal gerade hier den 202er an. So, da haben wir diese verschiedenen Funktionen gegeben. Und zwar, ja, was haben wir da? Einmal das Y hier, das ist das. Halt, da ist da, das Y, das ist das Schwarze. Hier. Und in Rot ist jetzt hier
das x plus y, das ich noch nicht ausgerechnet habe. Wenn ich nämlich jetzt hier die Funktion 2 mal nehme, also f von xy, dann kann ich auf dem Ding ja auch auf dem Kreis lang laufen, ne? Nur können Sie sich vorstellen, dass das jetzt anders aussieht. Wenn ich jetzt auf dieser schrägen Ebene auf dem Kreis laufe, dann laufe ich mal runter und dann wieder hoch und runter und mal wieder hoch. Also da bleibe ich nicht schön auf einer geraden Fläche, auf einer geraden, sondern da erfahre ich tatsächlich irgendwie so hoch und runters. Und dazu setze ich jetzt hier mal ein, gleich x plus Wurzel r² minus x². Und dann habe ich zumindest für den einen Bereich schon dieses Ergebnis. Na, das können wir noch ableiten, wenn wir wollen. Die Steigung also erfahren. D f von xy nach dc, also auf der Kurve. Das ist wieder nicht ganz mathematisch sauber, weil ich nämlich die Korrekturfaktoren nicht drin habe. X plus Wurzel r² minus x² nach dx. Und das ist, das kann man relativ leicht ableiten, das ist 1. Und das hier gibt minus innere Ableitung x durch die äußere ist dann r² minus x². So, und das ist das, was hier in Rot noch gezeigt wird. Also unterschiedliche, was rot oder was blau? Ne, rot. Genau, also die Ableitung hier, ne? Die Steigung, die man sieht. Hier geht es steil berg hoch und da geht es dann schon wieder berg runter. So, heißt also, dass wir jetzt hier in der Lage waren, jetzt schon mal eine Funktion, eine skalare Funktion, die von mehr als einer Variablen abhängt, in unterschiedlichen Richtungen auf unterschiedlichen Pfaden auszuwerten. Das kann ja vorkommen, wenn Sie jetzt irgendwie ein elektrisches Feld oder sowas haben. Das elektrische Feld ist gegeben und abhängig von x und y, was durchaus nicht unüblich ist. Sie müssen aber die Spannung irgendwie finden und jetzt müssen Sie einen Pfad entlang laufen an diesen elektrischen Feldlinien entlang, um die Spannung aufintegrieren zu können. Und dazu müssen Sie erst einmal dieses elektrische Feld ausdrücken können, ja, anhand dieses Pfades. War die erste Forderung, ne? Ist jetzt gelungen. Wir haben es einmal mit einer Salatschüssel gemacht, einmal mit einer schrägen Ebene. Die Feldverteilungen sind normalerweise etwas komplizierter, aber sei es drum. So, für die Bewegung auf so einem Kreis ist dieses mit dem x und y ziemlich blöd. Also die Funktion ist da nicht sonderlich schön, das ist mal das Erste, ne? Also das ist mathematisch dann schon wieder eher etwas aufwendig. Und damit weiterzuarbeiten macht jetzt auch nicht so richtig viel Sinn. Also führen wir mal so en passant ein anderes Koordinatensystem ein. Das soll ein Kreis sein, x, y. Und das Ding hier hat jetzt einmal den Abstand r. Das ist aber nicht so gut gelungen, das muss da unten r, schreiben wir es da mal hin. Und hier den Winkel phi. Und Sie können sich sofort ausrechnen, was die x- und y-Koordinaten dazu sind. Nämlich, ich schreibe es nur mal hier daneben, x gleich r mal Cosinus Phi und y gleich r mal Sinus Phi. Ich hoffe, dass das nichts Neues ist. Ich mache das nicht, um Sie zu langweilen, sondern um Sie versuchen, da an den passenden Stellen abzuholen. Wenn ich Sie zu sehr langweile, dann sagen Sie Bescheid, ne? Dann kann ich es auch anders machen. Okay, so, andersrum. Was ist jetzt r und was ist Phi? R ist gleich x² plus y², und dann ist es r², was ich da hinschreibe. Wurzeln schreibe ich immer nicht so gerne. Ich schreibe lieber die r² auf die andere Seite. Das kennen Sie schon vom Effektivwert. Und phi ist nichts weiter als
Arcus Tangens y durch x. So, so kann man das eine, die eine Koordinate in die andere umrechnen. Umrechnung der Koordinaten Darstellungen. Ist nicht so schön aufgeschrieben, aber das ist das da. Naja, wenn wir das jetzt mal mit den Funktionen machen, nehmen wir mal die 1er wieder. F von xy gleich x² plus y², dann sehen wir sofort, das ist gleich r². Da brauchen wir auch nicht viel zu machen. Hat sich also nicht viel Neues ergeben. Gleich f von r phi. Ich hätte es hier gleich ausschreiben können, nicht? Mit dem Kosinus und dem Sinus. Und dann haben Sie dann können Sie es r ausklammern und haben das Sinusquadrat plus Kosinusquadrat da stehen. Und das ist 1. Ich habe es mir geschenkt. Und wenn ich das mit der Zweierfunktion mache, die schiefe Ebene gleich x plus y ist gleich x mal Cosinus phi plus, Quatsch, r mal Cosinus phi plus r mal Sinus phi. Und das ist gleich r mal Cosinus phi plus Sinus phi. Man erkennt nicht so viel daran, außer dass das jetzt natürlich abhängig ist von r und phi. So, hier sehen Sie sofort, wenn Sie das jetzt hier nach Phi ableiten, also die Ableitung auf dem Kreis hier bilden, werden Sie nicht viel feststellen, da bleibt halt konstant, ne? So, so war auch der Plan. Deswegen gucken wir uns die auf Funktion noch gar nicht weiter an, sondern gucken uns die andere hier an, nämlich df von r Phi nach d Phi. Und da ist ein d zu viel, genau. Das ist gleich d r mal Cosinus Phi plus Sinus Phi nach d Phi. Und das können wir einfach ableiten. Das ist nämlich r mal minus Sinus Phi plus Cosinus Phi. Da gucken wir uns die Bilder dazu an. So. Völlig abhängig vom Winkel kriegen Sie hier die Funktion. Das ist einmal die blaue und dann die Ableitung dazu. Also hier geht es ein bisschen hoch, aber es wird weniger steil. Hier geht es jetzt steil runter. Hier ist es am steilsten. Hier wird es wieder weniger steil runtergehend. So, und dann geht es sogar bergauf hier wieder, ne, da wird es ja über 0, da geht es wieder bergauf, da ist es weniger steil bergauf und hier flacht das alles wieder ab. So. Habe jetzt 1 hier wieder falsch gemacht, so ein bisschen. Eigentlich muss hier eine Steigung, und wenn Sie jetzt hier diese Funktion hier einfach mal nehmen, also dieses df, dass da x plus y ist und Sie leiten das jetzt nach x oder y ab, dann kommt ja einfach nur eine Zahl dabei raus. Eigentlich, ne? Für die Steigung. Also jedenfalls muss irgendwie eigentlich, wenn Sie sich die Einheiten angucken, Meter durch Meter rauskommen. Das kommt hier aber nicht. Sondern hier habe ich aber einfach nur nach dem Winkel abgeleitet. Und die laufen so ruhig da durch. Nö, die stören überhaupt nicht. Da habe ich nur nach dem Winkel abgeleitet und was dabei rausgekommen ist, ist immer noch eine Strecke. Ne? Also hier bleibt ja das R noch stehen, wenn Sie mal virtuelle Einheiten hier einsetzen. Das ist irgendwie nicht richtig, finde ich. Das ist deswegen nicht richtig, weil das Wegelement hier noch nicht stimmte. Guck mal, wenn ich hier jetzt ein Stückchen den Winkel ändere, ein bisschen mehr muss ich schon machen, so, in die Richtung, das ist d Phi,
dann ist das Wegelement, um das ich hier gelaufen bin, ja R mal d phi. Ne? Und also muss ich eigentlich auch danach ableiten. Ableitung nach dem Wegelement auf der Kurve. Und dann hätte ich f von R Phi R d Phi. Das ist die Ableitung. Und dann geht das R noch weg und ich komme raus auf Sinus Phi plus Cosinus Phi. Also einfach nochmal durch R geteilt hier. So, und das ist jetzt dann eine, ja, wieder eine Steigung. Und die ist unabhängig vom Abstand. Unabhängig vom Abstand, genau, vom Ursprung. So, das war jetzt auf der Kurve. Dies waren Betrachtungen auf einer vorgegebenen Was ist, wenn ich die Kurve jetzt gar nicht von vornherein definieren möchte, sondern wenn ich hergehen möchte und möchte wissen, hey, was ist denn der steilste Anstieg oder der steilste Abfall? Das ist ja, wenn ich so in Bergen unterwegs bin oder so, auch eine durchaus interessante Fragestellung, ne? Also wo geht es am steilsten lang? Ich weiß nicht, ob sie so wandern oder so. Nicht? Wie geht es am steilsten nach oben oder wie geht es am steilsten nach unten? Nö, keine Frage. Ha? Manchmal, ja, ne? So. Und dementsprechend ist eventuell gesucht der steilste, und zwar auch die Richtung, ne? Steilster Anstieg nach Betrag und Richtung. So, das muss jetzt natürlich zwingend ein Vektor sein, ne? Also bislang sind wir immer nur irgendwo, wir haben die Kurve vorgegeben gekriegt und haben gesagt, wir laufen auf der Kurve, es war irgendwie auch ein Vektor, ne? Wir laufen auf der Kurve, weil wir hatten ja eine Richtung durch die Kurve, ne? Und wie steil ist es da? So, was wir jetzt machen wollen, ist, dass die ganze Geschichte uns das selber liefert. Und da würden wir jetzt den Gradienten uns suchen. Das führt auf den Gradienten, der dann da gegeben ist als in zwei Dimensionen Grad von xy ist gleich. Und jetzt kommt einfach ein Vektor dabei raus, df xy nach dx, df xy nach dy. Und wenn ich das für meine Funktion 1 mal wieder mache, dann kriege ich raus f von xy gleich x Quadrat plus y Quadrat. Dann ist Grad von f gleich 2x, 2y. Und wenn ich es für die andere mache, also die steigende, dann ist der Gradient von f gleich 1, 1. Also einfach so diese Schräge da. Das, was wir uns schon vorstellen konnten. So, man kann das schreiben als den Nabla-Operator. Mit Nabla Operator. Ich hasse dieses Ding. Der heißt dann so. Man kann auch einen Vektorpfeil drüber machen, wenn man möchte. Muss aber nicht unbedingt. Und damit ist dann der Gradient von f gleich Nabla angewandt auf f. Und dieser Nabla-Operator ist nichts weiter als die Ableitung. Ich schreibe das jetzt hier mal in drei Dimensionen hin. D nach dx, d nach dy, d nach dz mal f.
Und wenn Sie das f daran multiplizieren, hier jetzt um eine Dimension erweitert, dann erkennen Sie, dass es eigentlich genau dasselbe ist wie das Grad dahin geschrieben. Also das f wird einmal nach x abgeleitet, ist dann die x-Komponente, wird nach y abgeleitet, ist die y-Komponente, wird nach z abgeleitet, ist die z-Komponente. Fertig. So, das kann man jetzt auch in Zylinderkoordinaten machen, wenn man möchte. Nun, da haben wir einen etwas anderen Operator, weil die Wegelemente ja auch andere sind. Wir haben es hier einmal im Polar gemacht, aber es gibt ja jetzt nur noch für Zylinder noch die eine Komponente Z dazu, die sich nicht geändert hat gegenüber der kartesischen. Das ist die gleiche geblieben, die Richtung. Ne? Und dann haben wir Grad von F von R, Phi und Z ist gleich Nabla mal F von R, Phi, Z ist gleich D nach dr, D R mal d phi, muss ich überhaupt noch lesen, und d nach dz mal f von r, phi und z. Und wenn wir das jetzt in zwei Koordinaten mal gerade in zweidimensional einfach mal ausprobieren, mit f von r, phi, das ist wieder die Funktion 1, gleich r Quadrat, dann haben wir hier Grad von r Quadrat gleich 2r0. Und wenn wir die Funktion 2 hier einfach nehmen, 2 mit f von r phi gleich r mal Cosinus phi plus Sinus phi, dann wird der Gradient dazu Grad gleich Cosinus Phi plus Sinus Phi, Cosinus Phi minus Sinus Phi. So. Soweit so gut? Nicht gut? So, das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen abstrakt, aber eigentlich Spielerei. Wir haben einfach nur einfache Funktionen genommen, einfache skalare Funktionen genommen, haben die erst einmal entlang einer Kurve irgendwie ausgewertet, die auch erstmal nur eine Diagonale war und dann ein Kreis geworden ist. Viel kompliziertere Sachen haben wir nicht gemacht. Haben uns davon gelöst und haben gesagt, was können wir mit dem Ding noch machen? Ja, wir können den steilsten Anstieg bestimmen. Das ist hier passiert. Und diesen steilsten Anstieg haben wir jetzt bestimmt auf zwei Arten, nämlich einmal in kartesischen Koordinaten, und dann einmal noch in Zylinderkoordinaten oder Polarkoordinaten hier. Ne? So, damit haben wir mit der skalaren Funktion jetzt auch schon so ziemlich alles getan, was wir tun können, nämlich einen Gradienten rausgefunden. So, viel mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Also wir können die Funktion jetzt komplizierter machen. Ne? Und im realen Leben sitzt das auch. Aber das war es auch dann. Ne? Also natürlich fällt einem noch viel mehr ein, was man tun könnte. Nicht? Aber machen wir jetzt nicht. Sondern wir wollen jetzt... Jetzt kommt hier mein Lieblingsthema, ne? Wir wollen jetzt integrieren. Ne? Ich? Eine Integrale hatte ich im Studium, in der Schule nicht so viel. Ich habe, was ich total gerne gemacht habe, war Kurvendiskussion. Kennt das überhaupt noch jemand? Das ist doch cool. So. Ja, Integrale, das stand in der Schule immer so im freien Raum. Also das war nicht so, konnte man nichts mit machen eigentlich. Also außer wilde Formeln schreiben. Aber erst hinterher, das aber es geht ja eigentlich gar nicht um gerne oder nicht gerne, sondern es geht ja darum, dass sie Probleme lösen können damit.
Und die Probleme können Sie eben mit Integralen wunderbar lösen. So, das ist ja der Sinn dieser Geschichte. Die steht ja nicht, also das ist hier jetzt ja nicht angewandte Integrationstheorie, was wir hier jetzt tun. Ne? Also dieses Teil hier schon, ne? Das mal mathematisch betrachten, aber das Studium ja nicht. Sondern Sie haben ja, das ist ja das Schöne bei Ingenieuren, ne? Gegenüber, Entschuldigung, Physikern. Ja? Ingenieure wollen ja was bauen, was schaffen. Also die meisten Physiker irgendwie auch. Also wenn Sie mal gucken, was für tolle Sachen die bauen. Ne? Aber das Studium ist nicht unbedingt so angelegt. Aber bei den Ingenieuren schon. Die wollen ja irgendwas schaffen. So, dazu muss man was verstehen und was berechnen können. Und zwar so sicher berechnen können, dass man es erstens glaubt und zweitens so viel Information rauszieht, dass man es auch bauen kann. Ja? Also hier, um nochmal auf diesen Kondensator zurückzukommen. Die Aufgabe ist ja nicht, Sie haben ein Fass mit Öl und da ist ein Kondensator drin und das läuft leer. Sondern die Aufgabe ist ja, einen sicheren Isolator zu bauen. So, da kommt es ja her, ne? Einen sicheren Isolator für meinetwegen irgendeinen Anschluss von einem Trafo bei 280 Kilovolt. Das ist ja die Fragestellung. So, und wir haben jetzt hier für diese Vorlesung ein einfaches Modell gemacht. Dann war es eben der Plattenkondensator, weil einfacher geht nicht. Und jetzt ist irgendwie was passiert. Ja, es ist ein Loch reingekommen, sowas kann ja passieren. Ne? Irgendein Depp hat draufgeschossen auf den Trafo oder so, ne? Oder ist durchgerostet, kommt ja auch vor, was passiert jetzt oder so. Wie kriege ich das Ding sicher hin, sodass dann nicht gleich einer stirbt? Also das ist ja eigentlich die Aufgabenstellung. Und wir machen jetzt einfachste Beispiele, um uns daran zu tasten. Und da tauchen nun mal auch Integrale auf. Weil einfacher geht es dann doch nicht mehr. Also 6.2, Integration. Naja, ich meine, wir können natürlich ganz einfach die Geschichte irgendwo mal einfach ausrechnen. Ne? Also Integral über x als Stammfunktion f von xy dx, das ist wieder meine Funktion 1, ist gleich Integral über das x, x² plus y² dx ist gleich x hoch 3 Drittel plus y Quadrat mal x. Stammfunktion. So, und ich kann es auch bestimmt machen. Also ist eigentlich nichts passiert, außer dass ich das y einfach hier für die Integration mal außer Acht gelassen habe, weil das ist einfach nur eine Zahl, eine Konstante. Ne? Weiter nichts. Bestimmt irgendwie von minus 2 bis 2 will ich integrieren, f von x, y und ich integriere über x, deswegen steht ja das x da hinten. Ne? Falls sich mal einer gefragt hat, warum eigentlich x² plus y² dx ist gleich 16 Drittel plus 4 t². Eigentlich ist das jetzt hier eine Fläche. Ich habe parallel zur x-Achse integriert oder parallel zu einer Achse integriert, zur x-Achse in diesem Fall. Und dann sehen Sie, je nachdem, wo Sie sich befinden, wird die Fläche einfach größer. Wenn Sie jetzt hier bei y gleich 0 sind, ist das hier unten unter der blauen die Fläche. Wenn Sie bei y gleich 1 sind, ist das hier das gelbe die Fläche und so weiter. Je nachdem, wo Sie über dieses y integrieren in der Badewanne da, Salatschüssel meine ich, kriegen Sie halt einen anderen Wert raus. Warum habe ich da T hingeschrieben und nicht Y? Weiß keiner, ne? Y. So, passiert ist nichts. Mathematisch war es relativ überschaubar, was wir getan haben. Ne? Was wir aber jetzt auch machen können, ist ja über eine Kurve integrieren. Warum sollte man das tun? Naja, weil man vielleicht wissen möchte, diese Salatschüssel, wenn sie denn dumm, ja, das ist 105. Ja, nehmen wir den. Ich weiß es nicht, welcher der andere ist. Gibt es da noch einen 106er? Ne, gibt es nicht. Oh, jetzt wird es aber aufwendig hier. Also ein Bild finde ich jetzt hier nicht.
weil sie zum Beispiel wissen möchten, wie viel Material brauchen sie, damit sie diese Salatschüssel hinstellen können, dass sie nicht mehr wackelt. Ne? Also sie müssen jetzt hier irgendwie so einen Ring drum machen, da wollen sie sie reinstellen. Wie groß ist dieser Ring? Wie viel Material brauchen sie für das Ring? Den Ring. So, oder das ist der erste Versuch, aber ich kriege das Bild dazu nicht. Sie wollen so eine Diagonale hier darunter messen. Ne? Also sie wollen wissen, welche Fläche ist unterhalb der Diagonalen von diesem Ding. Und naja, dann machen wir eben das, was wir schon eben auch getan haben. So, die Seiten wiederfinden. Wir integrieren nämlich entlang der Kurve. Also zum Beispiel entlang der Integral. Beispielsweise Diagonale. Also x gleich y gleich t. Naja, und dann würden Sie eben die parametrisierte Kurve hier integrieren. Also f von xy gleich x Quadrat plus y Quadrat gleich 2 t Quadrat. Und das integrieren wir. Integral über die Diagonale x Quadrat plus y Quadrat ds, weil es die Diagonale jetzt ist. Naja, dann ist das von minus 2 bis 2. Wir laufen also wirklich von minus 2 bis 2. Das ist das falsche Bild dazu, ne? Ich sage es nochmal. Naja, was müssen wir integrieren? 2 t Quadrat mal. Jetzt müssen wir noch substituieren. Und zwar, weil wir das t kennen, wollen wir über t integrieren. Also substituieren wir t für s. Also multiplizieren wir noch mit dt nach ds mal ds. Und dann ist es auch eigentlich getan. Ja, was ist dt nach ds? Das Glied dt nach ds. Also, was ist das Glied dt durch nach ds? So rum muss es eigentlich sein. Und dazu müssen wir uns diese Kurve, die wir da eben definiert haben, mal genauer angucken. So, jetzt können wir diese Kurve auch schreiben als einen Vektor. Punkte der Kurve C liegen auf dem Vektor C mit dem Pfeil drüber. Und der ist ja definiert als die Parameter einfach übereinander, ne? Mehr nicht. Wenn ich das jetzt ableiten will, dann komme ich nur auf dc nach dt gleich 1, 1. So, nicht mehr, nicht weniger. Das kann man, glaube ich, irgendwie noch einigermaßen hinkriegen. Wenn ich den Betrag haben will jetzt, dc nach dt, dann ist das natürlich Wurzel dcx nach dt zum Quadrat plus dcy nach dt zum Quadrat. Und das ist hier gleich Wurzel 2 in unserem Fall, ne? Also es sieht jetzt unnötig, ja, es sieht unnötig kompliziert aus, weil ich den ganzen Formalismus hier auch mal komplett aufgemacht habe. Ich hätte auch einfach sagen können, ich laufe diagonal und ein diagonaler Schritt ist halt Wurzel 2, wie ich es eben mal gemacht habe, ist halt Wurzel 2 mal so lang wie ein rechtwinkliger Schritt, ne? So. Ich habe es jetzt hier mal komplett aufgemacht, weil man denn eigentlich mit diesem Formalismus, nee, nicht eigentlich, weil man mit diesem Formalismus eben auch alle anderen Kurven betrachten kann. Aber wir wollten jetzt ja nur die andere. So, und damit ist jetzt hier dieses Integral über die Diagonale, Integral entlang der Diagonale, x Quadrat plus y Quadrat gleich Integral von minus 2 bis 2, 2 t Quadrat mal Wurzel 2 dt, und rauskommt, dass das 32 mal Wurzel 2 Drittel ist. So. Das ist natürlich, wären wir tatsächlich über den Radius gegangen oder über den Abstandsvektor gegangen, hätte man es auch schreiben können als von Staaten von minus 2 bis mal Wurzel 2. Denn das ist der Abstand hier. Wenn ich jetzt eben tatsächlich hier am Punkt 2, 2 bin, oder hier am Punkt minus 2, 2 bin, dann bin ich ja Wurzel 2 mal 2 von der Mitte entfernt, ne? Nicht? Doch, bin ich. Und das ist die Funktion.
dr und da müsste dasselbe rauskommen. Können Sie nachrechnen, wenn Sie wollen. So, das war hier für die Diagonale, auch wenn das Bild hier anders ist. Ich habe das Bild leider nicht, ich hätte es aus dem Skript zeigen, also Sie haben es ja im Skript selber, ne? Wenn ich jetzt tatsächlich das mal rechnen möchte, was da rechts steht, nämlich tatsächlich hier die Zylindermantelfläche hier berechnen möchte, Fläche wie im Bild. Naja, ich könnte es mir einfach machen, ne? In diesem Fall. Ich könnte einfach sagen, das ist hier ein Kreis mit dem Radius 2. Das dürfte er sein. Und die Höhe kann ich gerade mal aus der Funktion bestimmen, was das ist. Und dann könnte ich, das kann ich sofort ausrechnen. Also das Ergebnis kenne ich im Prinzip. Ist so eine Klopapierrollen in Dings eben, ne? So. Ich rechne es aber nicht so, wie Sie sich denken können, sondern ich rechne es mit dem Formalismus, den wir hier gerade so ein bisschen skizziert haben, ne? Damit es eben auch für andere Sachen funktioniert. So, einfach wäre, einfach Umfang mal Höhe, das machen wir aber jetzt nicht, sondern wir gehen formalistisch vor. Und dann ist der Vektor C definiert über den Parameter t und die y-Koordinate ist r² minus t², die Wurzel draus. Das ist der Vektor dazu. Ich bilde dc nach dt, also die Kurve parametrisiert als Vektor geschrieben. Das oben ist leicht abgeleitet, das ist 1. Das unten ist ein bisschen schwerer abgeleitet, das ist t durch Wurzel r² minus t². Das müssten Sie hinkriegen, ne? Ja, das kriegen Sie hin. Und der Betrag davon, dc nach dt Betrag, ist gleich Wurzel, das einfach, erst ist einfach 1 plus t² durch r² minus t². Und das ist gleich Wurzel r² durch r² minus t². So, sieht jetzt kompliziert aus, ist es irgendwie auch, weil jetzt nämlich diese blöden Wurzeln da stehen, das kann ich Ihnen nicht ganz ersparen. Also so einfach, dass es wirklich nur noch Mickey Maus wird, kann ich es dann eben doch nicht machen. Ja, das ist eben so. Also so ist ein Kreis parametrisiert und das kommt dann eben dabei raus. Und wenn ich jetzt hier das Integral auf dem Kreis rechnen möchte, von x² plus y² ds, dann integriere ich über minus r bis r. Wie sage ich über minus r? Achso doch, über minus r bis r habe ich als Endregel da hingeschrieben. Dann ist es, hätte ich vielleicht eine bessere Integrationsgrenze nehmen sollen, gebe ich zu. Dann ist es t², das ist nämlich das x², plus r² minus t², das ist das y², mal, jetzt brauche ich diese Länge des Wegelementes, also r durch Wurzel r² minus t² dt. So, jetzt muss ich diesen Blödsinn hier integrieren. Das wird ein bisschen einfacher, wenn ich das sehe, dass ich die r's wegmache, dann ist das minus r bis r, r hoch 3 durch Wurzel r² minus t² dt und das geht nur mit Formelsammlung. Also zumindest für mich nur, steht zum Beispiel bei Bronstein-Semenjajew, Bronstein Regel 164, die hat man natürlich nicht aus im Kopf, die steht auch nicht im Handy, oder wahrscheinlich steht sie da, man muss sie nur finden. Und das ist nämlich r hoch 3 mal a Cosinus t durch r von minus r bis r. Ja, und das eingesetzt ergibt r hoch 3 mal
a Cosinus von 1 minus r hoch 3 mal a Cosinus von minus 1 und das führt auf r hoch 3 mal Pi halbe minus minus Pi halbe, weil der a Cosinus von 1 oder minus 1 ist eben Pi halbe oder minus Pi halbe, also gleich Pi mal r hoch 3. So, und das ist eigentlich, nee, nicht eigentlich, das ist genau dieser Radius, denn das Ding hat ja die Höhe r Quadrat. Der Umfang hier unten ist Pi mal, habe ich eine 2 vergessen? Nö. Der Umfang ist Pi mal, eigentlich 2 Pi mal r. Wo ist die 2 geblieben? Die 2 ist da geblieben. Ich habe nur einen, ich hab nur einen Halbkreis ausgeführt. Ne? Für den anderen Halbkreis müsste ich dasselbe nochmal machen mit aber der anderen Darstellung von y, also der negativen. Sie haben eben gesehen, wenn ich y darstelle, dann war das mit plus minus Wurzel r Quadrat minus x Quadrat oder so. Das Ganze müsste ich nochmal für das Minus machen. Ich habe das nur fürs Plus gemacht. Gibt den einen Halbkreis, deswegen fehlt der Faktor 2 hier. Also stimmt also mit unserer geometrischen Vorstellung überein. Ja? Gut. Was Kreisrundes in kartesischen Koordinaten zu integrieren, ist natürlich Blödsinn. Also man kann das tun, es kommt auch was raus. Man hat aber nicht umsonst Zylinderkoordinaten und Polarkoordinaten erfunden. Ne? Also kann man es auch nutzen. Gönnen wir uns den Spaß nochmal. In Polarkoordinaten. Wir haben wieder den Vektor c, der ist ja gleich r phi. Ja, und was wir jetzt machen, ist, wir laufen entlang von phi, also dc nach d phi ist gleich 0, 1. Und die Länge davon ist gleich 1. Also da ist jetzt nicht viel passiert. Und f von r Phi ist gleich r Quadrat. Das haben wir auch schon 27 Mal ausgerechnet heute oder stehen gehabt. Und was wir jetzt machen müssen, ist einmal im Kreis integrieren, also von 0 bis 2 Pi. R Quadrat mal. Ja, was laufen wir jetzt? Jetzt laufen wir doch jetzt eben da stehen. Ich glaube, auf dieser Seite sogar, da stand nämlich das Wegelement. Das da ist r d Phi. Und wir kommen sofort auf 2 Pi r hoch 3. Müssen wir hier nochmal hinschreiben, dass das hier nur der halbe Kreis ist. Aber es ist jetzt ja auf Video gesagt. Von daher kann sich keiner mehr rausreden. So, also wir kommen aufs Gleiche. Die Mathematik ist deutlich einfacher, als wenn wir es in kartesischen Koordinaten machen. Das ist der Sinn der Zylinderkoordinaten oder der Polarkoordinaten. Ne? Wenn das dann nicht einfacher wäre, für manche Fälle hätte man sie nicht erfunden. Also die Mathematiker, auch wenn es nicht glaubt, ne, die Mathematiker tun alles, um uns die Arbeit zu erleichtern. Auch ihre Arbeit. Ja. Also es sieht immer auf den ersten Blick nicht so aus. Es sieht immer so aus, als hätten sie sich irgendwas ausgedacht, um einem das Leben schwer zu machen, aber das ist falsch. Die sind zum Erleichtern da. So, jetzt haben wir ein Kurvenintegral gerechnet. Jetzt brauchen wir noch Flächen- und Volumenintegrale, ne? Ist doch alles in Ordnung? Also soweit, bis auf die Tatsache, dass man da vielleicht bei dem Integral ein bisschen gezaubert hat, kann man auch folgen einigermaßen. Oder also zumindest die Konzepte. Oder auch nicht. Bisschen. Ahem.
So, was ist jetzt eigentlich die Aufgabenstellung? Gehen wir nochmal zurück hier auf, naja, vielleicht dieses Bild oder vielleicht auch mal ein Bild 100. Das sind gar nicht so viele Bilder, ne? Nehmen wir mal an, also die Aufgabe ist jetzt eigentlich, nee, was heißt eigentlich? Die Aufgabe ist, bestimmen Sie die Oberfläche von diesem Ding. Das ist eine, das wäre ein Flächenintegral, ne? Also wie groß ist hier, wie viel Glas oder Blech oder so brauche ich für diese Salatschüssel? Kann man ausrechnen. Und die andere Frage ist, wir rechnen nicht genau die Frage aus, sondern die etwas andere, welches Volumen hat diese Salatschüssel? Also wie viel Salat passt rein? Vielleicht eher Wasser, also weil das schmiegt sich irgendwie besser. Also Sie wissen warum Wasser, ne? Also wie viel passt rein? Wir werden ausrechnen, wie viel passt drunter. Aber dann kann man ja den Quader nehmen und dann das einfach abziehen, was drunter passte, ne? Ja. Na gut. So, das alles. So, wir wollen jetzt also ausrechnen die Fläche der Funktion xy. dA. Das ist jetzt Integration über die Fläche und das müsste mir dann letztlich, wenn ich es hier bildlich mir vorstelle und das hier eine Höhe ist, das müsste dann tatsächlich das Volumen unterhalb dieses Dings hier geben. So, das ist der Formalismus dazu. Natürlich, ich bleibe erstmal in kartesischen Koordinaten, weil die verstehen wir am besten. Ich integriere über x und y, f von xy, dx, dy. Integrationsreihenfolge ist für die meisten Fälle egal. Ich mache da jetzt keinen Beweis dazu, dass es das ist. Man muss natürlich die Funktion in der richtigen Abhängigkeit haben. So, was rechnet man eigentlich aus, wenn das Bild jetzt irgendwann mal kommt? Man zählt eigentlich, nee, ich sage immer so viel eigentlich. Na, macht er jetzt auch was hier? Genau, man kann sich jetzt ja vorstellen, dass man so kleine Quader hier hat. Da sieht man es am besten, ne? Da ist schon nicht mehr so gut. Oh. Also MATLAB ist jetzt so toll. Ja, die sieht man zwar auch noch. Man macht so kleine Quaderchen, ne? Hier. Und dann guckt man eben, wie groß das Volumen dieses einen Quaderchens hier ist, ne? So, da haben wir ein bisschen die Schräge hier oben drin, die Höhe vor allen Dingen, ne? Und die summiert man einfach alle auf und dann ist es geschehen. Mehr muss man nicht machen, ne? Also es ist so wie dieser, hä? Ja, das ist integrieren. Ne, nur haben wir es jetzt hier eben über die Fläche gemacht, ne? Naja, und dann machen wir das auch einfach mal, dann integrieren wir hier über ein Quadrat oder eine quadratische Grundfläche insgesamt. F von x dx von xy dA, so schreibe ich es auf. Und ich schreibe es jetzt aus, das ist nämlich von 0 bis 1, von 0 bis 1, x² plus y² dx dy. So, also einfach zweimal integriert. Wenn ich das tue, kriege ich hier erstes Integral aufgelöst, also über x erstmal integriert. Man macht es immer von innen nach außen. Das macht Sinn. Das ist wie beim, nee, beim Essen macht man von außen nach innen, ne? Das Besteck. Okay. X hoch 3 Drittel plus y Quadrat mal x in den Grenzen von 0 bis 1. Das war das erste Integral dy. Und dann haben wir hier die Grenzen eingesetzt. Integral von 0 bis 1, 1 Drittel plus y Quadrat dy liefert uns 1 Drittel y plus 1 Drittel y hoch 3 von 0 bis 1. Und auch das eingesetzt liefert uns gleich
zwei Drittel. So, das ist jetzt hier das Volumen unter einem Viertel von diesen Dingern hier, na, Viertel nicht, sondern von 0 bis 1, ne? Und von 0 bis 1. Also eigentlich hier so ein kleiner Schnitt daraus. Ich habe hier immer gezeigt von, 0, von minus 2 bis 2. Ich habe von 0 nur integriert, also immer nur in einem Quadranten integriert. Und ich habe auch nicht bis zur Grenze 2 integriert. Das könnten Sie einfach machen, indem Sie die 2 halt einsetzen. Dann kriegen Sie halt einen anderen Wert raus. Und dann kommt eben 2 Drittel raus. 2 Drittel ist das Volumen unter diesem Ei da, unter dieser Parabel, dieser Salatschüssel. Und was dann in der Salatschüssel drin wäre, in einem Viertel, da wäre eben ein Drittel, weil in dem einen Quader von 0 bis 1, ja, eigentlich 1 drin wäre sonst, ne? Ist das klar? Ja, gut. Okay. Jetzt ist das Problem das mit der Geometrie. In den meisten Fällen integrieren wir nicht unbedingt über rechteckige Flächen oder nicht notwendigerweise nur über rechteckige Flächen, sondern wir integrieren eventuell auch über was anderes, nämlich beispielsweise über runde Grundflächen. Und das ist ein bisschen schwieriger. Das mache ich nicht, weil es schwieriger wird, sondern das mache ich, weil man es braucht. Ja? Schwieriger ist Integration über nicht rechtwinklige Grundflächen, zum Beispiel Kreisflächen. So, wie geht das oder was tut man da? Naja, wir können zunächst mal uns mal überlegen, wenn wir über so eine Kreisfläche integrieren wollen, haben wir ja, ich habe ja mal vier mögliche, es gibt sicherlich noch mehr, vier mögliche Varianten rausgefunden, wie wir die Kreisfläche aufteilen können. Also beim Rechteck ist relativ klar, da fahren sie halt in Streifen durch, ne? So wie sie Rasenmähen, also wie ich Rasenmähe, ne? Immer hin, her, ne? Aber man könnte das natürlich, ja, man könnte das natürlich auch anders tun, ne? So, also es wäre eine Variante. Ich habe hier verschiedene Varianten aufgemalt, wie man über eine Kreisfläche integrieren könnte. Oben, das oben rechts, das wäre vielleicht so die, wie soll ich sagen, normale, an dem Rasenmähen orientierte, nicht? Also sie fahren halt hierhin, bis am Ende ist und dann fahren sie wieder zurück und dann fahren sie wieder bis dahin und da kommen sie nicht mehr ganz so weit, weil da irgendwann der Kreis aufhört. Nicht? Also sie integrieren eben abhängig von der Höhe hier nur bis zur Grenze da. So, ob sie das jetzt so machen oder so, ist gerade egal, ne? Geht auch. Dann gibt es natürlich noch die Variante, sie fahren immer so Bögen, bietet sich das beim Rasenmähen nicht unbedingt an, finde ich unökonomisch, weil man dann so die Kreisbögen fahren muss, beim Integrieren aber sehr wohl, weil sie hier immer ja in einem gleichen Abstand vom Ursprung bleiben. Also es mag ja sein, dass die Funktion etwas einfacher zu beschreiben ist. Oder sie gehen hier so in Strahlen raus, das wäre so die Karlsruher Variante wahrscheinlich, nicht? Dass sie so fächermäßig da vom Schloss aus den Rasen mähen. Ne? So. Also, was ich damit sagen will, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, unterschiedlich sinnvolle Möglichkeiten, so etwas zu tun. Was jedenfalls bleibt, ist, sie müssen die Flächen parametrisieren. Während sie hier eigentlich nichts gemacht haben, also hier haben sie es implizit auch gemacht, ne? Sie haben einfach gesagt, sie fahren XY-Richtung da ab, ne? Die sind aber unabhängig voneinander, ist es hier jetzt ein bisschen schwieriger. Sie wollen integrieren über x² plus y² kleiner als ein r², also nur bis zu einem gewissen Abstand hin, ne? Dieses r ist genau das da. Da. Ja, und dann machen sie es einfach so, dass sie sagen, sie haben x gleich x, das ist jetzt sinnlos. Und sie integrieren bis zu einem y-max gleich Wurzel r² minus x². Ne? Das wäre jetzt hier das da.
Das y max hier nimmt immer ab, je nachdem, wo Sie beim x hier gerade sind. Na gut, wenn wir das haben, dann können wir jetzt mal anfangen, eine einfache Funktion da zu integrieren. Also, ich integriere nur über einen Viertelkreis, weil ich mir dann wenig Gedanken über das Vorzeichen machen muss. Ne? Also das spart einfach jetzt blöde Schreibarbeit. Ne? Eventuell muss man es dann halt viermal machen, das ist aber dann auch nicht so viel schwieriger. Und ich integriere auch nicht die Funktion, sondern nur die 1. Was dabei jetzt rauskommen müsste, ist ja die Fläche des Viertelkreises. Also auch da kennen wir das Ergebnis. Ne? So, ich integriere von 0 bis r. Das ist das äußere Integral. Ich integriere abhängig von der inneren Grenze r² minus x². So. Die 1, und das ist das Integral über y, das abhängige Grenzen hat, und das ist das Integral über x. So, das erste Integral ist jetzt nicht so schwer. Ich lasse das äußere stehen, also von 0 bis r. Und wenn ich die 1 integriere, 1 über y integriere, kommt eben einfach y raus. Also Wurzel r² minus x² dx. Und dann kommen wir an eine Regel, Bronstein 157. Was dieses Integral hier ist, das ist nämlich nicht gar so einfach. Dieses Integral ist 1/2 x Wurzel r² minus x² plus r² mal a Cosinus x durch r, Klammer zu, von 0 bis r. Wer mich jetzt fragt, wo kommt das her? Da. Ne? Bronstein, Semenjajew, Taschenbuch der Mathematik, Regel 157. Kann ich Ihnen jetzt aber nicht herleiten, die Regel 157. Und die muss man auch nicht auswendig kennen. So ein paar Entscheidende stehen, glaube ich, in der Formelsammlung drin. Was man sieht, ist, dass das hier sehr, sehr schnell sehr, sehr hässlich wird. Ne? Also wenn ich jetzt schon nur bei so einem einfachen Teil da, ne, jetzt schon drauf komme, dass ich hier wirklich eine Integrationsregel verwenden muss, die ich nicht mal herleiten könnte, so eben schnell, dann ist wohl irgendwas nicht so clever. Aber jetzt setze ich ein. Und wenn ich die einsetze, dann kommt hier tatsächlich raus Pi r² Viertel. Und das ist die Fläche des Viertelkreises. Ne? Stimmen Sie soweit zu? Das muss ich mal einmal sortieren hier. So. Ich kann das aber ja jetzt, also 1 zu integrieren ist jetzt ja wirklich sinnlos. Ne? Also das kannte man ja jetzt irgendwie aus der Schule. Dann machen wir doch tatsächlich mal hier Kreisviertel. X² plus Y² dA. Also wir bestimmen jetzt das Volumen von diesem Ding oberhalb eines Kreises. Also von diesem Salatschüssel oberhalb eines Kreises. Sie lachen so. Das macht ja Sinn, weil wenn wir da jetzt Wasser einfüllen würden, dann würde das Wasser sich ja nicht kartesisch irgendwie da nach x und y so ausbreiten, sondern es würde ja dann auf einer Fläche bleiben, also nur bis zu einem Kreis gehen. Ne? So, also ist schon, also die Aufgabe hat einen gewissen Sinn. Hä? Wenn man Salat mag, genau. Aber Salat ist gesund. Also machen wir das von 0 bis r. Von 0 bis Wurzel r² minus x², x² plus y² dy dx. Das ist geschehen. Ich integriere das. Das kriege ich noch hin. Hier das erste Integral von 0 bis r. X² Wurzel r² minus x². Immer die obere Grenze eingesetzt. Plus 1/3 Wurzel r² minus x² und die Wurzel dann nochmal hoch 3 dx. Also das kann ich jetzt nicht mehr so einfach integrieren. Wobei das erste Integral ist, glaube ich, relativ fassbar lösbar. Aber
Ich benutze die Regeln 171 und 159. Das ist nur zur Referenz, falls jemand tatsächlich mal beim Bronstein-Semeljajew nachgucken möchte. Und wir bekommen ein, ach du Scheiße, Zwölftel x mal Wurzel r² minus x² hoch 3 plus 3 r² x, ich glaube, das hätte ich mir sparen können, Wurzel r² minus x² plus 3 r hoch 4 halbe a Cosinus x durch r, Klammer zu, minus x Viertel Wurzel r² minus x² hoch 3 plus r² Achtel mal x Wurzel r² minus x² hoch 3 plus r² a Cosinus x durch r von 0 bis r und das ist gleich Pi r hoch 4 Achtel. So, also wie ich ja schon sagte, alle hier gerechneten Aufgaben können in der Klausur dran kommen, ne? Außer die. Nein, als ich es rangeschrieben habe, habe ich eben auch gedacht, so, naja, das hättest du ja auch eigentlich sparen können, das hinzuschreiben, weil das macht gar keinen Sinn. Ne? Also was will ich damit eigentlich sagen? Ich will sagen, es geht, aber es macht keinen Spaß. Ne? Also Sie können diese Frage, wie viel Wasser passt in diese Salatschüssel bis zu einer gewissen Höhe oder bis zu einem gewissen Abstand vom Ursprung, die können Sie beantworten. Das ist das eben, also in die Kreis, also viermal so viel, wie da jetzt steht, also Pi r hoch 4 durch Achtel. Das mit dem mit der Höhe und so müssen Sie halt gebacken kriegen. Die Einheiten stimmen ja nicht so ganz. Ne? Aber auf diese Art und Weise ist das halt nicht sonderlich clever. So, wenn es auf diese Art und Weise nicht sonderlich clever ist, dann geht es ja auch vielleicht cleverer, oder? Nee, da brauchen wir nicht Mathematiker, also nicht wirklich Mathematiker für sein. Ich meine, wir reden ja hier über eine kreisrunde Symmetrie, ne? Richtig? Das Ding ist kreisrund, das ist ja dieser Parabol da, der, also diese eckige Beschreibung sieht ja ohnehin nicht so nach Designerschüssel aus, ne? Ist ja ohnehin nicht so toll. So, und das Wasser, das breitet sich ja auch nicht designerschüsselmäßig aus, sondern steht ja bis zu einer gewissen Höhe, also auch kreisrund. So, also nehmen wir doch das, was wir hier kennen. Ne? Dann nehmen wir doch einfach die Beschreibung hier. F von R Phi ist gleich R Quadrat. Das ist dieselbe Funktion wie die da steht. Ne? Und dann integrieren wir doch einfach die hier. Integral Kreisviertel F von R Phi dA. Na, was müssen wir machen? Wir müssen integrieren von 0 bis R und integrieren von 0 bis Pi halbe, weil das ist nämlich gerade der Viertelkreis. R Strich Quadrat, ich habe jetzt das innere R zum R Strich umbenannt, mal, jetzt kommt das Wegelement R Strich D Phi dazu. Das ist nämlich das, was da beim Polar immer dieses am Ende war. Ne? Also je weiter außen ich bin, desto länger ist ja so ein Winkelstückchen. Ne? Wenn ich weiter außen ein Grad gehe, dann ist das eine größere Strecke, als wenn ich das ganz innen tue. Das ist ja der Punkt. Ne? Mal D R Strich. Nun, das ist, ja, da muss ein Backslash hin. Das ist lösbar. Das ist nämlich die Integrationsreihenfolge, habe ich einfach mal ausgetauscht hier. Ohne Beweis, dass man das machen darf. Aber die sind unabhängig voneinander, da kann ich das machen. Da gibt es auch keine Verwicklungen, wo ich überlegen muss. Und dann komme ich hier auf R hoch 4. Also dann steht hier R Strich hoch 3. R Strich hoch 3 integriert ist R Strich oder R hoch 4 Viertel d Phi. Und wir kommen hier auf Pi r hoch 4 Achtel, was wir da unten auch schon hatten. Ohne Integrationstabelle. Ne? Cool. Okay, jetzt hat sich vielleicht rausgestellt, oder der Sinn so ein bisschen gezeigt, warum man sowas überhaupt tut. Nämlich in diesem Fall, um das Volumen hier oberhalb der Grundfläche zu bestimmen. Also zwischen der Grundfläche und der Funktion. Das ist ja immer das, was man durch Integral bestimmt. Praktisch wissen will man, was drin ist in der Schüssel. Und das kann man einfach durch jetzt
naja, indem man eben das von dem vollen Volumen abziehen würde, ne, bestimmen. Also das kriegt man dann raus. Wir haben jetzt halt ein Zwischenergebnis daraus gekriegt. So. Aber ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen gezeigt, also was ist überhaupt eine Integration in zwei Dimensionen, ne? Und warum tut man das? Und wie tut man das? Ja? Na gut, jetzt kommen wir zum Schönsten. Hier muss ich da noch was weglassen. Oh. Nämlich Oberflächenintegrale. Oberflächenintegrale sind echt unangenehm eigentlich. Also wenn sie nicht gerade mal 4 Pi r Quadrat sind, ne? Was ja oft der Fall ist. So, welche Frage stelle ich mir? Was denn? Ich möchte in irgendeiner abgewandelten Form wissen, jetzt tatsächlich, wie viel Material brauche ich für diese Schüssel? Ja. Also, die praktische Antwort könnte ja einfach sein, da nimmst du ein Stück Blech von Fläche der Grundfläche. Und dann wird das tief gezogen, genau, dann wird das tief gezogen und dann dehnt sich das schon passend. Ne? So, das ist eine praktische Antwort, die man wahrscheinlich, die wahrscheinlich in 90% der Fälle ausreicht. Ne? Aber ich weiß dann halt tatsächlich nicht, wie groß ist die Oberfläche dieses Dings. Sondern ich weiß nur, aus was für einem Blech wurde es gemacht. Ne? So, wenn ich tatsächlich wissen möchte, wie groß die Oberfläche ist, ich weiß nicht, wofür will ich das wissen? Also wenn ich jetzt hier irgendeine geometrische Funktion habe und will Grundstücke verkaufen oder so, nicht? Dann vielleicht. Oder wenn ich eben tatsächlich die Verschiebungsflussdichte integrieren möchte oder so über diese Oberfläche. Dann vielleicht. Aber es kommt natürlich wieder das Argument wahrscheinlich aus der Ecke so, warum sollte man das jemals tun wollen? Ne? Naja, jedenfalls ist das nicht so einfach und das ist deswegen ein bisschen verwickelt. Nicht nur nicht nur angesprochen, sondern auch durchschaut, ne? So, der Punkt ist, wenn man sich jetzt mal so ein Elementchen rausgreift, das habe ich jetzt gemacht, das ist tatsächlich rausgegriffen aus diesem Parabol, ein bisschen gröber gezeichnet hier, damit man da mal so eine Vorstellung entwickeln kann. So, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal die Lösung hier aufmachen. Dann sieht man, dass sie auch unterschiedlich verzerrt sind. Also das hätte man natürlich auch vorher schon wissen können. Wenn Sie das machen, was ich eben beschrieben habe, Sie nehmen ein Stück Blech und machen dann Tiefziehen, dann werden Sie verstehen, dass sich unterschiedliche Orte unterschiedlich verformen, unterschiedlich gezogen werden. Ne? Habe ich nicht auf. Dann müssen wir hier mal noch gerade in da reingehen. Weil ich hier nämlich. Das Bild etwas schöner habe mit ein paar Koordinaten dran. So, was wir jetzt hier haben, ich habe das. Josef, wann geht das denn jetzt? Na gut. Oh. Shit. So. Also was ich jetzt hier mal gezeigt habe, eigentlich müssen wir uns nur ein Elementchen angucken, das ist beispielsweise das hier. Darin könnte man jetzt sehen, wie es verzerrt wird. Wir haben natürlich die Grundfläche, die besteht hier aus einem Delta x1 und einem Delta y1. Hier ist jeweils immer 0,1 lang, aber das ist willkürlich gewählt. Und dann haben wir hier jetzt irgendwas drüber, das ist ein Delta z1, einmal an der Stelle und einmal an der Stelle als Delta z2. So, und daraus könnten wir jetzt ja die Oberfläche dieses einen kleinen Elementstückchens hier bestimmen, ne? Geometrisch. Also wenn Sie wissen, was hier unten diese Längen waren oder sind, dann können Sie ausrechnen, wie groß diese Länge ist. Und dann können Sie ausrechnen, wie groß das ganze Stück so in etwa ist, wenn es klein genug bleibt. Naja, gucken wir uns die LXs mal an. Das ist nämlich jeweils
sind das die Kanten. Kanten der Infini, wahrscheinlich auch sein Lieblingswort, ne? Dezimal klein Oberflächenstücke. Da haben wir mal das LX. Das ist jetzt tatsächlich hier diese Diagonale da, ne? Also die hier. Ich zeige sie nicht nach. LX ist gleich Wurzel. Ich mache gleich den Übergang auf dx Quadrat. Da steht noch Delta. Was soll's? So, und dann haben wir die Höhe hier, was es am anderen Ende ist. Dann ist es nämlich f von xy nach dx zum Quadrat mal dx Quadrat. Und dasselbe können wir noch mit y machen. Y ist gleich Wurzel dy Quadrat plus d f von xy nach dy zum Quadrat dy Quadrat. So, einigermaßen klar, warum das so ist. Das ist die Länge dx und das ist hier diese Höhe hier. Und wenn Sie hier jetzt den Pythagoras anwenden, kommen Sie genau auf die Länge von diesem Stück bzw. auf die Länge von diesem Stück. Und wenn Sie jetzt mal sagen, die sind klein, dann können Sie vielleicht davon ausgehen, dass sich da jetzt ein schräg liegendes Quadrat bildet. Und dieses schräg liegende Quadrat führt auf ein Oberflächenelement. Der Fläche dO gleich Lx mal Ly. So, und ohne Spaß, das rechnen wir jetzt aus, ohne Spaß. Nicht, dass Sie hier welchen haben, ne? So, wisst ihr was, das zeige ich euch einfach mal so. Wenn der hier mitmacht, macht er. Doch, Sie haben hier viel Spaß. Wenn Sie da keinen Spaß haben, dann machen Sie es nicht. So, das hier. Also eigentlich habe ich, das ist Schreibarbeit, ne? Also mehr jetzt eigentlich nicht. Die Idee, der Ansatz war, rauszufinden, wie groß ist dieses Element und dann zu sagen, okay, was sind die Kantenlängen von diesem Element, ne? Also so ist es ja gedehnt und gezogen und so weiter worden, ne? So, das hier ist jetzt Ausführung. Also die Oberfläche ist hier das Quadrat, so A mal B, ne? Fertig. Und wenn ich das ausschreibe, kommt eben das dabei raus. Kann ich ein bisschen hin und her rechnen. Was entscheidend ist, ich kann die dx mal dy, das ist ja hier nur die Grundfläche da, was da steht, ne? Da, Grundfläche. Und das hier ist eben dieser Wurzelverzerrungsfaktor, wenn Sie so wollen, ne? Also um das ist beim Tiefziehen das Blech, um die Salatschüssel zu bauen, das Blech verzerrt worden an der Stelle. Da, das steckt da drin. Lokal, ne? Gut. Upsa. Naja, und kleinere Terme habe ich wieder weggelassen. Das ist ja nur eine Näherung, die aber gut genug ist. Ja, und jetzt rechne ich das aus. Und zwar rechne ich jetzt, ich kriege das nicht mehr hin, das kartesisch auszurechnen. Ne? Deswegen rechne ich jetzt hier mal die Salatschüssel als Nicht-Designer-Version. Als Nicht-Designer-Version ist das dann sowas. Ne? Sag doch was, Mensch. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Rechner wieder umstellen hier gerade. Kommt was? Nee. Da, ne? Also ich habe das Designer-Element, also dass es an den Seiten noch höher geht und so weiter, weggelassen. Ich habe jetzt einfach gesagt, weil ich es nicht mehr rechnen kann, ne? So, ich habe jetzt einfach gesagt, abgesägt. Also Salatschüsseln sind dann eher so, ne? So mit. Bitte? Ja, die Ecken rechne ich aber nicht mehr mit aus. Ich rechne jetzt nur noch den Eimer da, also wirklich den Parabol aus, ne? Sag es doch mal laut, ich will auch mitlachen. Sie auch? Das ist gemein, ne? Brabbelt da vor sich hin, keiner versteht es, aber keiner kann mitlachen. So. Na gut. Kann ich das aufklappen? Ja, ne? Also, davon die Oberfläche, also von diesem Parabolteil, die Oberfläche möchte ich rechnen.
Was ich brauche, hatte ich, nee, ich schalte jetzt nicht um, hatte ich eben gesagt. Ich brauche nämlich hier die df von x y dx. Das ist gleich 2x und das df von x y dy ist gleich 2y. So, die brauche ich. Dann ist mein Oberflächenelement do gleich dx dy mal Wurzel 1 plus 4x² plus 4y². Das war diese Formel, die da stand, ne? Mit dem df nach dx zum Quadrat plus df nach dy zum Quadrat. Sie wirken so müde. So, wenn ich nur die Oberfläche haben will, also ich will jetzt nicht den Fluss da durch haben, sondern ich will wirklich nur die Oberfläche haben. Wenn ich nur die haben will, dann integriere ich die 1. Wollte ich jetzt irgendwie eine Ladungsverteilung oder eine Verschiebungsflussdichte integrieren oder so, dann würde ich dx, also die Verschiebungsflussdichte, integrieren. Will ich aber nicht, will bloß die Oberfläche. Mehr nicht, ne? Also wenn ich jetzt bloß die Oberfläche will, dann kriege ich raus, die Oberfläche ist gleich über die gesamte Oberfläche 1 do ist gleich Integral von 0 bis 1, von 0 bis 1, Wurzel 1 plus 4x² plus 4y², dx, dy, so, und das kann ich nicht. Also ich meine, ich kann es im Prinzip schon, aber ich glaube, das geht auch. Das ist noch die Designerschlüssel. Ja, weil ich habe hier noch die kartesischen Dinger hier, ne? Da. Das ist jetzt noch nicht da, der Eimer da, ne? Also kann ich nicht, mache ich nicht, ist mir zu schwer. Können Sie auch, ja. Bitte? Es kommt auf die Zeichnung an, die Sie malen. Sie glauben gar nicht, wie viele Trostpunkte ich Ihnen schon gegeben habe. Inwiefern? Achso, meinst du E-Fläche 2? Zum Beispiel, ja. Echt? Das sind aber immer noch viele Durchfälle. Noch mehr Durchfälle. Haben Sie keine Trostpunkte gegeben? Ich habe keine Trostpunkte gegeben in der Form. Nein. Schade. War nur ein Spruch. Also ich habe, glaube ich, einigermaßen gnädig zensiert, ja. Aber auch nicht aus dem Füllhorn. Das war es dann auch nicht. Also fühlen Sie sich nicht schlechter als nötig. So, kriege ich nicht hin. Also mache ich es mal über den Kreis. Über den Kreis als Grundfläche. Dann haben wir Integral von 0 bis r. Von 0 bis 2 Pi, do gleich Integral von 0 bis r, von 0 bis 2 Pi, Wurzel, ich schreibe es trotzdem so hin, 4, 1 plus 4 x² plus 4y², r' d phi, dr', wollen wir integrieren, das x² plus y² können wir wie immer zusammenfassen, also von 0 bis r von 0 bis 2 Pi, ich gönne mir mal die 2 Pi, Wurzel 1 plus 4 r' Quadrat, r' d phi dr' und das kann man noch ein bisschen besser zusammenfassen. Vor allen Dingen können wir das Integral über den Phasenwinkel, über phi schon mal ausführen. Dann ist das 4 Pi Integral von 0 bis r, eine 2 ist rausgezogen worden, Wurzel 1 Viertel plus r' Quadrat, damit das r' Quadrat hier nackig steht, dann passt es nämlich besser in meine Formelsammlung. Und dann kommen wir hier mit Regel 186 auf das Integral, dass das gleich 4 Pi Drittel mal Wurzel 1 Viertel R' hoch 2 hoch 3 ist von 0 bis R. Und jetzt wird es auch wieder nur noch Schreibarbeit. Ist das 4 Pi durch 3 Wurzel 1 Viertel plus R Quadrat. Das hoch 3 minus Wurzel 1 Viertel hoch 3. Und da kommen noch Klammern drumherum. Mit r gleich 2, wie da gezeigt.
wird die Oberfläche gleich 13 Drittel Pi. So. Nun lenkt die Leute hier nicht ab. Ich kenne niemanden ab. Doch. Ich habe es genau gesehen. So, also, was haben wir jetzt ausgerechnet? Wir haben jetzt die Oberfläche von dieser Salatschüssel da berechnet. Okay, wenn es interessiert. Ne? Es gibt technische Anwendungen dafür, wenn Sie die Oberfläche von einem Parabolspiegel wissen wollen oder so, ne? Dann muss man halt sowas tun, wenn man das ausrechnen möchte und so. Also, es gibt Applikationen. Was ich machen möchte, ist vielleicht etwas einfacher. Ich berechne einfach mal, und da wissen wir auch das Ergebnis, ich rechne einfach mal die Oberfläche einer Kugel aus. Mit dem Verfahren hier. Sind Sie dabei? Ja, ne? So, Oberfläche einer Kugel. Das ist relativ einfach, vor allen Dingen wissen Sie das Ergebnis aus der Schule noch. Ne? Was haben wir? Ich male erstmal das Bild an oder ich rufe erstmal das Bild auf. Das ist Bild 301. Stimmt das? Hoffentlich. So, das ist die Oberfläche, oder zumindest ist das eine Halbkugel. Ist eben kein Parabol, den hatten wir eben, nicht, sondern sieht eben ja, ähnlich, aber naja, an entscheidenden Stellen eben doch anders aus. Und dem müssen wir erstmal die Oberfläche parametrisieren. Oberfläche zum Beispiel mit x gleich x, mit Betrag x kleiner r, y gleich y, naja, ein bisschen sinnlos. Mit Betrag y kleiner Wurzel r² minus x². Und jetzt kommt noch z, also die Höhe, ist gleich f von xy gleich plus minus Wurzel r² minus x² minus y². So, weil nämlich, weil x² plus y² plus z² gleich r Quadrat ist auf der Kugel. Ne? Okay. Wenn wir das haben, können wir das Oberflächenelement bestimmen, das Infinitesimale. Aus der schon hergeleiteten Formel dx dy gleich Wurzel, wisst ihr was, ich lege das einfach auf. Das geht schneller, als wenn ich das jetzt alles anschreibe. Und ist nicht weniger unterhaltsam. Also wir hatten den Ansatz hier. Wir können z, das ist es nämlich, wir können z bestimmen. Also f von xy ist eben z, also die Höhe. Wir leiten das ab nach x und y. Also diese Funktion wird abgeleitet nach x und y. Steht das da und das da. Und wir fassen das ein bisschen zusammen und kommen dann letztlich auf diesen Ausdruck. So, das ist alles. So, und das ist schön, der Satz ist auch schön, das ist dann das gesamte Integral, das zu bestimmen ist und kann mit Hilfe einiger Substitutionen sicherlich bestimmt werden, was aber das unterbleibt hier, weil nämlich diese Integration mit den abhängigen Integrationsgrenzen doof ist. Und jetzt wirklich eine Kugeloberfläche in kartesischen Koordinaten integrieren zu wollen, ist jetzt auch wirklich nicht die cleverste Idee. Ne? Ja,
Kann man auch sagen. So, also suchen wir uns noch ein Tool, was da schon steht, raus. Und das ist jetzt der Sinn der Sache. Wir gucken uns jetzt nämlich nochmal Kugelkoordinaten an. Denn darin geht es besser. Also Kugel, also wenn ich was mit Kugeln machen will, dann nehme ich natürlich Kugelkoordinaten. Das ist ja wohl irgendwie logisch, ne? Dafür hat man sie erfunden. Na gut, so. Jetzt mache ich hier auf dem Bild mal weiter und schiebe das einfach nur hoch. Vielleicht kriege ich das ja sogar hin. Ne, das kriege ich nämlich. Kriege ich es hin? Andere Richtung. So, Kugelkoordinaten. Also erstmal gebe ich sie hier an, denn das ist, glaube ich, nicht oberschwer. Die Kugel können Sie sich denken, nicht? Kartesische Koordinatensystem erkennt man noch, x, y, z. Und dann hat man den Abstandsvektor vom Ursprung, den Azimutwinkel und die Elevation hier. Also diese beiden Winkel und den einen Abstand. So, wir können die Koordinaten, und erstmal nur geht es nur um die, die Koordinaten wunderbar ineinander umrechnen, indem wir nämlich erst einmal hier diesen flachliegenden Vektor hier bestimmen, dieses R' da, das ist das da, das ist nichts weiter als der Sinus hier vom Abstand mal Sinus Theta, mal Sinus vom Theta, von der Elevation. Das wäre das hier und dann sind wir in Polarkoordinaten und können das sauber zerlegen in die x- und y-Koordinate. Also weiter nichts geschehen. Kann man sich selber herleiten, wenn man möchte. Oder nimmt das eben an. Dann haben wir hier x und y. Ja. Und z steht da auch. Also z ist der erste. Ne? R mal Cosinus Theta. Und die x sind r mal Cosinus Phi Sinus Theta. Und y mal r Sinus Phi Sinus Theta. So, das war das. Für die Kugelkoordinaten. Wenn wir das jetzt nehmen, dann formt sich unser Flächenelement ein bisschen anders. Unser Oberflächenelement. Das war das, wo ich eben gesagt habe, jetzt ist mal gut, mehr will ich nicht machen. Ne? Also da, das da. Ja, an der Stelle habe ich ja gesagt, komm, jetzt reicht's. Ja? Aber jetzt mit Kugelkoordinaten komme ich hier weiter. Erstmal kann ich es umschreiben. Und kommen dann drauf, also hier x, y und so weiter, dass das also dx, dy durch Cosinus Theta ist. Klingt immer noch nicht so attraktiv, aber ja, zumindest kürzer geschrieben erstmal. Ne? Es klingt deswegen nicht attraktiv, weil da immer noch dieses Flächenelement, dieses kartesische Flächenelement dx, dy steht und unten steht was mit Theta. Also es ist ein blöder Zusammenhang. Also ich muss, entweder ich mache Hop oder Top, ne? Entweder ich mache das eine oder das andere. So ein Mischding ist irgendwie nicht so richtig toll. So, und dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt und sehe zu, dass ich so ein Flächenelement mir denke hier. Hier in der XY-Projektion, denn das ist ja das, worüber ich integrieren möchte. Und dann haben wir, wenn ich über die Kreise integrieren will, das Polarelement, das ich vorher auch schon hatte. Also ist R' mal d Phi mal dr'. Das ist nichts anderes als das, was ich vorher auch schon hatte. Ne? So ein kleines, radiales, ringförmiges Flächenelementchen. So, da rechne ich ein bisschen dran rum. Ich will das ja ausdrücken über Phi und Theta. Das ist irgendwie der Sinn der Geschichte. R' haben wir Sinus Theta. D Phi bleibt D Phi, da machen wir nichts dran. D R' nach D Theta, also das will ich substituieren hier, dieses D R', indem ich da irgendwie jetzt hier so ein Sinus, das D Theta dahin kriege. Und das schaffe ich, das R' ist ja R Sinus Theta, kann ich ableiten nach D Theta mal D Theta. So, und dann kommt als Flächenelementchen genau das hier raus, nämlich R Quadrat mal Sinus Theta Cosinus Theta D Phi D Theta. Das habe ich Ihnen jetzt hergeleitet. Das findet man oft auch in Formelsammlungen, also muss man gar nicht herleiten. So. Sie müssen irgendwie was sagen, wenn Sie gar keine Lust mehr haben. Ne? Also keine Lust ist, glaube ich, normal, aber gar keine ist... Dann wird es hart.
Ja, das Thema ist dann auch schwierig, aber eigentlich geht es wieder nur darum, die Oberfläche einer Kugel zu berechnen. Und das tun wir dann jetzt einfach auch. Wir setzen dieses ein, wir substituieren diese dx, die y-Integration. Wir integrieren auch nicht, also wir integrieren bis zu einem gewissen Radius und nicht wieder in kartesischen Koordinaten, also von 0 bis 1, von 0 bis 1, sondern wir integrieren jetzt kreisrund, 0 bis pi, 0 bis 2 pi, ja, die Elevation geht ja nur von 0 bis pi und dann Azimut von 0 bis 2 pi und gut, dann fallen diese Kosinusse raus und eigentlich muss ich nur noch einen Sinus Theta integrieren und im Endeffekt kriege ich genau das raus, was Sie schon alle kennen, nämlich 4 pi r Quadrat ist die Oberfläche der Kugel. So, das ist jetzt auf diesem Wege en passant auch bewiesen worden. Aber das kann man natürlich auch anders berechnen. Das ist eine Kugeloberfläche. Wie macht man so eine Schule? Wir haben sie doch wahrscheinlich in der Schule mal gemacht, oder nicht? Es ist irgendwie alles, also alles, was irgendwie nicht vor 5 Minuten war, ist lang her. Bei Ihnen, kann das sein? Sie haben ein ganz anderes Geschichtsbewusstsein als ich. Jetzt kommt das für Geschichte. Geschichte ist auch lang her, ne? Geschichte, ja. Geschichte oder Geschichten? So, also das ist, ich gebe das ja zu, das ist ein hartes Stück Arbeit hier, ne? Einfach ist tatsächlich anders. So, jetzt haben wir aber eins haben wir jetzt geschafft. Wir haben jetzt das erste Mal wirklich über eine Oberfläche integriert. Jetzt wissen Sie auch, warum wir das normalerweise vermeiden. Ja, weil schon über die 1 zu integrieren, ist ziemlich schwer. Aber was ich Ihnen jetzt auch gezeigt habe, ist, dass dieses Oberflächenintegral, nee, das Oberflächenintegral war es nicht, aber diese Oberflächenbestimmung hier auch funktioniert. Ne? Und wir dann eben als Oberfläche auf dieses 4 pi r Quadrat kommen. Gut, so. Oberflächenelemente habe ich Ihnen hier nochmal gezeigt. Zeige ich Ihnen hier nochmal. Oder Volumenelemente, da einmal im Kartesischen. Hier im Zylindrischen, da sieht man, dass die nach außen gehen, dann immer größer werden. Ne? Kann er das? Kann er nicht, unscharf. So, weil ich außen die Schritte, ich habe es ganz bewusst so grob gemacht, außen die Schritte sind natürlich viel größer als innen. Und hier habe ich nochmal so ein Volumenelement gezeigt. Sieht jetzt ein bisschen, brauchen wir ein bisschen Fantasie für. Ne? Jo. Jetzt brauchen wir noch das Volumenintegral, ne? Ach, die Volumen mit dem hier. Was? Nee, ist doch eigentlich ganz unterhaltsam, oder? Ist doch eigentlich noch ganz unterhaltsam, oder nicht? Ja, nach 1,5 Stunden wird doch der Tatort langweilig, ich weiß. Das ist mein Problem mit Harry Potter, das ist so lang. Ich schlafe immer bei ein. Das ist ein harter Tag, ne? Was? Nächste Woche ist... Ja, das ist dieser geschenkte Feiertag da, das, was uns nur überhaupt nichts hilft hier, weil nämlich alle Feiertage bei uns rausgerechnet werden. Ne? Sie kriegen immer Anzahl der Wochenstunden mal 11 als Unterricht. Also an anderen Hochschulen fällt einfach der Unterricht aus, wenn Feiertag ist. Ja, hier nicht. Ja eben, wenn hier irgendwie auf dem Dienstag oder so, wenn auf dem Dienstag irgendwie Vorlesung ist und der Dienstag fällt auf den Feiertag, dann wird diese Vorlesungsstunde, die sonst auf dem Feiertag gewesen wäre, wann anders gemacht.
was Ihnen gegenüber vielleicht nett oder vielleicht auch nicht ist, liegt in Ihrer Betrachtung, aber mir gegenüber ist es natürlich, eigentlich habe ich keine Feiertage. Weil auch Deputatsstunden, die auf einen Feiertag fallen, halt nachgeholt werden. Was jetzt hier? 55. Also nicht pro Woche. Also hier jetzt für Sie? Nee, Quatsch, 44 sind sie bloß. Oh, ranhalten. Nur Gas geben. Also, Volumenintegral brauchen wir noch. Also was wir jetzt machen wollen, ist das FDV bestimmen. In kartesischen Koordinaten kann man das machen als 1, 2, 3, f von x, y, z, dx, dy, dz. Also es kommt jetzt noch eine Integrationsrichtung dazu. Das macht es aber nicht zwingend schwieriger, weil die geometrischen Zusammenhänge vielleicht etwas einfacher sind. So, und damit könnten wir auch hier jetzt das Volumen der Kugel bestimmen. Ja, machen wir das mal in Kugelkoordinaten. In Kugelkoordinaten, da ist dieses Element dx, dy, dz aufgrund der schon beschriebenen Zusammenhänge r² sinus theta, dr, d phi, d theta. Und wenn ich das jetzt einfach einsetze, um mal das Volumen der Kugel zu bestimmen, dann ist das Volumenintegral über eine Kugel 1 dv, mehr ist das gar nicht, das Integral von 0 bis pi, Integral von 0 bis 2 pi, Integral von 0 bis r, aus dem Flächenvolumenelement kommt r², Sinus Theta, dr, d phi, d Theta. Naja, und das kann ich jetzt einfach dreimal integrieren. Zweimal kann ich es einfach so, relativ einfach. Und beim dritten Mal muss ich über den Sinus stolpern. Das ist dann r hoch 3 durch Drittel mal 2 mal Pi, mal Integral von 0 bis Pi, Sinus Theta, d Theta. Und das ist das bekannte 4 Drittel Pi r hoch 3. So, mal angenommen, ich wollte eine Funktion, das muss ich jetzt im Raum machen, so etwas Ähnliches wie das, was ich als Funktion 1 hatte. Hier nochmal integrieren, Beispiel fkt f von xy z ist gleich x² plus y² plus z² gleich r². Also das ist einfach so eine radiale Symmetrie. Bei uns taucht in der Regel 1 durch r² auf oder 1 durch r oder sowas auf. Ich habe hier jetzt einfach mal das angenommen, weil es einfacher ist. Und ich integriere das hier, die Kugel r² dv. Dann kommt nach ein bisschen Rechnen 4 Fünftel Pi r hoch 5 raus. Also auch das kann man dann integrieren. Wenn Sie nämlich zum Beispiel eine Raumladungsdichte haben, die sich hier quadratisch vom Ursprung aus erhöht. Das wäre das zum Beispiel. Und Sie wollen die gesamte Ladung dann bestimmen. Sowas in der Art haben wir schon gemacht, als wir nämlich unterschiedliche Raumladungsdichten bei so einer Kugel hatten. So, was davon mache ich jetzt noch? Das brauche ich nämlich, glaube ich, nicht. Wir müssen uns jetzt noch eins angucken.
Nee, was heißt, wir müssen uns eine ganze Menge noch angucken, aber das machen wir einfach nicht mehr. Wir kürzen jetzt auch mal ein bisschen ab, weil ich glaube, es ist jetzt auch genug, so langsam. Da wollte ich hin. Und wollte. So. Was war? Also wir haben bislang nur betrachtet skalare Funktionen, ne? Also abhängig von bis zu drei Koordinaten, aber skalar. Also sowas wie das Potential, wie die Temperatur, wie eine Raumladungsdichte oder so, ne? Jetzt haben wir es nur mit Feldern zu tun. Felder, Vektorfelder, also Kraftfelder, haben nun einen vektoriellen Charakter, sonst würden sie anders heißen, ne? Das heißt, das ganze Problem wird jetzt noch mal drei. Weil wir nämlich, sagt doch was, Mensch. Weil wir nämlich nicht nur eine Koordinate haben, sondern drei. Im einfachsten Fall könnten wir jetzt ja sagen, okay, das ist jetzt eben so wie dreimal die skalare Funktion, weil einmal haben wir die x-Komponente, dann die y-Komponente und dann die z-Komponente. Das reicht nicht ganz, weil die ja auch irgendwie alle noch mit abhängig sind voneinander und so. Also muss man da eventuell noch mit etwas anderem anfangen. Das erwähne ich nur, die Jacobi-Matrix. Also man kann jetzt diese Matrix oder eine Matrix hier angeben, in der stehen dann 3 mal 3, also 9 Einträge. Und da wird einfach nur jeder Eintrag nach jeder Ortskoordinate abgeleitet und reingeschrieben. Also das ist jetzt auch nichts weiter als dreimal so schlimm wie Gradient, ne? Habe ich das eigentlich richtig gemacht? Hoffe ich mal. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich auch die Transponierte hier angegeben. Also jedenfalls x-Komponente nach x abgeleitet, y-Komponente nach x, z-Komponente nach x und dasselbe für die nach y abgeleitet, nach z abgeleitet. So, das ist einfach nur neunmal so viel Arbeit wie bei einer ganz normalen Funktion, aber das ist es dann auch, ne? Mehr jetzt erstmal nicht und mehr möchte ich da auch gar nicht so angeben. So, die Frage ist, wie geht man jetzt mit den Ableitungen oder sowas um? Jetzt könnte man natürlich einfach mal spaßeshalber sagen, hier, man nimmt die Summe aller einzelnen Komponenten nach der jeweiligen Ortskoordinate abgeleitet. So, also x dfx nach dx plus, das können Sie selber lesen. Das ist, wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, ein Skalarprodukt dieses Nabla-Operators, den wir schon mal kennengelernt haben bei dem Gradienten, mal dem Vektor. Wenn Sie hier jetzt den Vektor dran multiplizieren, x, y, z Komponente, dann ist das mal die x, das mal die y, das mal die z, das aufaddiert, kommt das da hinten raus. Fertig. Macht jetzt erstmal keinen physikalischen Sinn so richtig an der Stelle. Der Sinn ergibt sich erst in Bildern und wenn man dann mal aufintegriert oder sich anguckt, was man da eigentlich getan hat. So, wenn ich jetzt dieses Ding hier mal nehme, also da, das habe ich jetzt gemacht, und integriere jetzt einfach mal dieses Volumen hier auf von der Divergenz. Kann ich ja tun. Das ist zwar ermüdend, aber ich kann es machen, ne? So, und dann komme ich drauf, dass ich hier die einzelnen Komponenten und Flüsse durch, nehmen wir so einen Quader hier, das ist am einfachsten, durch solche Stirnflächen da ausrechnen würde. Ja, und wenn ich das mache, dann stelle ich fest, dass genau das Volumenintegral dieser Divergenz hier da das Volumenintegral ist gleich alles, was hier durch diese geschlossene Oberfläche von dem Ding da durchgeht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, das ist im Prinzip der Satz vom Hüllenfluss, ne? Also der hier mathematisch hergeleitet wurde jetzt. Also da steht jetzt nicht die physikalische Bedeutung drin, die füllen Sie jetzt auf, ne, weil Sie sie mittlerweile schon kennen. Aber eigentlich steht da, dass die Ladung, genau, die gesamte Ladung gleich die elektrische Verschiebungsfluss durch die geschlossene Oberfläche ist. Haben wir jetzt mathematisch hergeleitet hier.
Ich kann hier mal so ein Beispiel-Vektorfeld nehmen. Das ist der einfachste möglich. Ich kann natürlich immer die 1 nehmen, ne? Aber die 1 ist dann irgendwann auch langweilig. Ne? Ich nehme einfach mal ein Vektorfeld, das hat die Komponenten x, y und z. Also ist eigentlich der Ortsvektor, ist aber nicht als Ortsvektor gemeint. Also das strebt hier nach außen. Und wenn ich davon die Divergenz bestimme, kommt da 3 raus. Das ist eine wunderbare Zahl, ne? Kann man auch leicht nachrechnen. Dx nach dx ist halt 1 und dy nach dy auch und so weiter. Und dann sieht das Bild dieses Vektorfeldes eben genau so aus. Da muss ich mal gucken, das ist die 303, dann kriege ich das nämlich auch schöner hin. So, ich finde, das sieht ziemlich cool aus, wenn ich es nur gedreht kriege. Da kriege ich, ne? Ist doch klasse, oder? Wow, da zeigen die Bilder nach außen. Das ist ganz klar, würden Sie jederzeit so sagen, ein Quellenfeld, oder? Da ist in der Mitte eine Quelle. Physikalisch kommt es einem jetzt schwierig vor, weil es wird immer mehr. Also normalerweise haben wir ja vorne die Quelle und dann verfasert das so und wird immer, also es fließt schon nach außen, aber es wird halt weniger, weil nicht plötzlich Wasser dazukommt. Hier ist es schlimm. Also hier, das ist so ein bisschen wie der Urknall, ne? Also das Peng und dann beschleunigt es immer noch weiter nach außen. So wirkt das hier. War das eigentlich richtig? Beschleunigt sich das Universum eigentlich gerade oder nicht? Das wollte ich meinen. Also, habe ich es ja richtig gewusst. Genau, also es expandiert immer schneller. Ja, dann ist das sowas hier. Das ist unser Universum. Ne? Expandiert immer schneller. Also der funktionale Zusammenhang ist vielleicht nicht ganz richtig. So, die Rechnung dazu mache ich jetzt mal nicht. Die Zeit spare ich, glaube ich, gerade. Weil wir haben auch nur noch 10 Minuten, dann möchte ich das Thema auch abschließen. Und die letzte Kapitel brauchen wir tatsächlich nicht. So, die drei wichtigsten Koordinatensysteme. So viel Arbeit, so viel Arbeit. Achso, ich habe jetzt, das ist vielleicht, naja, ich habe jetzt einfach mal ausgerechnet, was denn eigentlich durch diese einzelnen Volumenflächen durchgeht. Ich habe es hier für einen Würfel gemacht und da kommt die Zahl 24 raus. Wenn ich nämlich über jede einzelne Stirnfläche integriere, was dieses Vektorfeld mit dem x, y, z-Koordinaten als Fluss durch so eine Oberfläche, durch so ein Stück Oberfläche von so einem Würfel da erzeugt. Und wenn ich das dann alles, den gesamten Würfel zusammenbaue und einfach mal hier diesen gesamten Würfel nehme und dann gucke, was fließt durch die, und dann durch die entgegenüberliegenden Flächen dadurch, dann komme ich hier für dieses Bild auf 24. So, ist schön. Okay, drei Koordinatensysteme, damit müssten Sie, damit können Sie umgehen, ne? Das machen wir jetzt nicht nochmal. Also auch mit Vektorkomponenten in den Feldern, in den Koordinatensystemen, oder? Nicht? Ich möchte nur eigentlich noch, nee, ich möchte gerne noch ein anderes Vektorfeld erwähnen. Also das ist einfach nur eine Umrechnung, wenn ich einen Feldvektor in Zylinderkoordinaten oder in kartesischen Koordinaten oder in Polarkoordinaten habe, wie kann ich den einen in den anderen umrechnen? Das ist eine geometrische Überlegung, die nicht ganz einfach ist, die Sie aber auch einfach aus der Formelsammlung hier nehmen können. Steht auch in der Formelsammlung drin. So, ich wollte noch hier das eine Vektorfeld hier mir nochmal angucken und zwar mal als Beispiel so ein Vektorfeld hier mit minus y und x. Ja, Oberflächenintegral habe ich mir jetzt, nee, Oberflächenintegral müssen wir machen, das nützt nichts. So, Integration über Kugeloberflächen, Entschuldigung, das ist ein bisschen chaotisch, wird auch an die Zuschauer zu Hause. So, was möchte ich machen? Ich möchte über eine geschlossene Oberfläche in Zylinder- oder in Kugelkoordinaten, nicht Zylinder, sondern Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten integrieren. Gut, dann muss ich erstmal das Vektorfeld, das ich hier hatte,
wieder zerlegen in hier beispielsweise die radiale Komponente, weil ich ja wissen möchte, was nach außen strebt. Da interessiert mich die radiale Komponente, weil nur die steht senkrecht auf der Oberfläche, auf der Kugeloberfläche. Ne? So, also zerlege ich erst einmal x, y und z. Das war dieses Vektorfeld in kartesischen Koordinaten, dass das so auseinanderstrebt. Ne? Das zerlege ich jetzt oder forme ich um in die Feldkomponente Fr, also die nach außen strebende Komponente, in sphärischen Koordinaten. Das ist das hier. Das ist dann auch hier getan und das ist gleich R. Also komischerweise strebt das Teil komplett nach, einfach nur auch radial nach außen. So ist es gewählt. Das ist nicht bei jedem so, aber hier ist es nun mal so. So, und wenn ich jetzt ausrechnen möchte, wie viel Fluss geht jetzt durch so eine Kugeloberfläche, da muss ich natürlich dieses Vektorprodukt ausführen. Ich glaube, da sieht man das, den Vektor nicht mehr. Ich weiß schon, es strebt nach außen und ich brauche nur die nach außen strebende Komponente, weil nur das ist die normalen Komponente, die auf der Fläche steht. Alle anderen interessieren nicht mehr. Und das ist ja schließlich ein Skalarprodukt, sodass nur die Projektion eigentlich der beiden Vektoren aufeinander hier eine Rolle spielt. Und senkrecht dazu nichts. Da das hier R ist, kann ich hier R einsetzen. dA ist das Oberflächenelement hier R² Sinus Theta, d Theta, d Phi hatten wir schon ausgerechnet. Und das kann ich jetzt integrieren. Zweimal, einmal azimutal, einmal die Elevation. Und dann kriege ich hier 4Pi R hoch 3 raus, weil ich jetzt gerade R über die Kugeloberfläche integriert habe. So. Das war alles. Im Prinzip war es hier wieder einfach nur eine Multiplikation mit 4Pi. Ja, weil das war ja das R schon, eine Multiplikation mit 4Pi, weil das konstant über den ganzen Umfang ist. Ja. So, dann machen wir noch kurz das Wirbelfeld. Das ist der Blick nach vorn in die Magnete. Gucken wir uns hier ein anderes Feld an mit minus yx. Ich habe das gezeigt oder zeige das hier. Das ist die 304. Oh, wieso geht denn jetzt eine zweite? Ist auch egal. So, auch das könnte ich drehen können. Nee, kann ich nicht. Das ist nur die Projektion hier drauf. Egal. So, aber... Ah, da kann ich es drehen. So, also zumindest oben und unten kann man hier sehen. Ne? Dazwischen die Wege fehlen. Also das Feld ist hier gezeigt. Und wenn Sie sich die Vektoren hier angucken, dann sieht das so aus wie so ein Strudel. Auch das strebt nach außen, weil je größer x, desto länger der Vektor. Ne? Das ist nicht ganz physikalisch, weil man würde beim Wirbel davon ausgehen, dass er nach außen langsamer wird. Wird der hier nicht, der wird nach außen schneller. Ne? Aber da ist die Mathematik etwas leichter und sieht einfacher aus. Deswegen hat man es so gemacht. Na gut, wenn ich jetzt hier mal gucke, mal angenommen, ich bin so ein Schwimmer und schwimme jetzt hier so im Quadrat, zack, zack, oder dagegen vielleicht sogar, so, 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 oder meinetwegen auch im Kreis hier gegen diese Wirbel, dann könnten Sie sich vorstellen, würde man Arbeit verrichten. Ne? Ist nicht so wie vorher in dem reinen Potentialfeld, wo ich einfach nur im Kreis laufe und nichts ist passiert, sondern hier muss ich tatsächlich gegen den Strom schwimmen, weil der Strom auch immer mir entgegenkommt an der Stelle. Ne? Also das ist das, was ich hier jetzt tun wollte. Also kann ich das Integral hier einmal bestimmen über das Quadrat hier meinetwegen von f ds ausgerechnet. Ist relativ einfach, es ist ja bloß der Vektor, der mit den entsprechenden Wegkoordinatensystemen hier integriert werden muss. Plus 1, minus 1, minus 1, plus 1 und wenn Sie es aufaddieren, kommt 8 raus. So ist auch eine schöne Zahl. Wenn Sie es im Kreis machen hier, da, dann kommt erst einmal die brauchen Sie die Phi-Komponente, weil Sie ja im Kreis um dieses Ding drumherum laufen wollen. Das ist R und wenn Sie es dann integrieren, kommen Sie auf 2Pi R². So, ein Maß dafür, aber da sind wir noch nicht, wird dann mal die Rotation hier nochmal gezeigt. Auch das kann man über den Nabla-Vektor darstellen. Wenn wir dann beim Magnetfeld drauf kommen, auf den Rotationsausdruck, dann werde ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen. Das ist eher was fürs nächste Semester. Also man kann jetzt noch ein Maß für genau diese Rotation, für die Wirbel dieses Feldes finden, so wie wir eben die Quellenbildung eines Feldes gefunden haben als Divergenz. Ne? Kann man jetzt auch die Wirbelbildung eines Feldes festhalten durch eben die Ableitung hier Nabla-Kreuzprodukt mit dem eigentlichen Vektorfeld und dann kommt hier halt die 2 dabei raus. Auch schön.
So, das war's, was ich zu dem Thema sagen wollte. Es war auch genug, denke ich. Ich hoffe, Sie konnten da ein bisschen was von mitnehmen. Zumindest vom Anfang her. Ne?